Stricklor. Stricklor. Mit vollgepackten Lastwagen geht's los vom MDR-Gelände in Leipzig auf nach Halle zur Tafel. Stricklor. Dort warten schon viele Menschen vor dem noch verschlossenen Tor. Alle hier sind Geflüchtete aus der Ukraine. In diesem Jahr an meiner Seite meine Kollegin Christiane. Okay, stopp. Doch nun schnell alles auspacken, dekorieren. Ach, wie süß. Und nebenbei ein paar Vokabeln. Oh. Ach, wie goldig. Guck mal. Chat, guck mal, die kleine Biene. Guck mal. Die hat sogar eine kleine Nase. Oh. Nebenbei ein paar Vokabeln ukrainisch pauken. Rukavitschki Skarpetki. Gott sei Dank habe ich mir das aufgeschrieben, sonst klappt das heute nicht mit der Übersetzung. Jetzt ach, wie lieb. Und es zeigt sich schnell, welches ohne meinen Zettel wären wir verloren. Okay, wo sind die Pullover für die Erwachsenen? Eine Schapka, Schapka und Ach, das ist... also die Strickaktion, MDR-Strickaktion ist praktisch für die Geflüchteten aus der Ukraine. Das ist ja richtig sweet. Das ist cool. Sehr gut, sie sprechen schon gut Deutsch. Sehr gut. Mädchen. Sweet. Ja. Guck mal. Ja. Zebra. Ja, für Sie jetzt, please. Ein Pullover. Damn, und die Pullover sind halt auch so, ne? Die sind auch so richtig gut gemacht. Yo. Das ist, Chat, das ist crazy. Eine kleine Gans mit einer Mütze. Oh mein Gott, ich will auch so eins. Yo. Geil, ey, Drip. Oh, ein Baby. Juhu. Während wir unsere Spickzettel ein Elefant. Ausgeben, werden im Zelt nebenan Lebensmittel verteilt. Hey, wie einmal gut. Im Monat dürfen die ukrainischen Geflüchteten herkommen, denn die Tafel, so erzählt mir Chefin Jacqueline Gottschalk, hat eigentlich einen Aufnahmestopp. Wir sind eigentlich über unsere Kapazität schon, deshalb das Zelt. Und das ist auch Big W, da zu arbeiten. Das ist huge W-Arbeit. Versorgen wir die ukrainischen Flüchtlinge. Das letzten Monat einmal in der Woche. Im Moment ist es einmal im Monat, weil wir halt... Hey, Stemsi! Stemsi! Ja, die Zeit vergeht. Stemsi, die Zeit vergeht, wir werden immer älter, Chat. Irgendwann, Chat, ich war auch mal 18, ich war jung, ich hab YouTube gemacht, ich hatte die Welt vor mir, jetzt bin ich 25, jetzt bin ich alt. Ich bin alt. Mittel genügend haben und dringend Hilfe brauchen. Als wir gekommen sind, standen ja schon ganz viele Leute vor der Tür. Wann stellen die sich denn dann dafür an? Also gerade wenn das Zelt geöffnet ist, teilweise Mitternacht. Und ich weiß, da gehen ja immer die Meinungen sehr auseinander, gerade bei den Ukrainern. Aber wer sich Mitternacht anstellt, also sprich, wir reden von... Mit 18, oh nein. Kiste Lebensmittel, der hat eine Not. Und das merken auch wir bei der Ausgabe unserer Stricksachen. Vor allem warme Pullover werden viel mehr gefragt als in den Jahren vorher. Eins aber bleibt immer gleich. Alle Kinder lieben Kuscheltiere. Oh ja. Mal kommt die Liebe ganz schnell. Ja! Wie süß! Guck mal. Was ist das denn? So ein kleines Streifenhörnchen. Wie bei Emilia. Oder... Ein Schlumpf. Kriegt man nicht der Vogel. Ein Frosch! Ja! Doch wir haben. Ein Frosch! Oh, der ist süß! Das oh!
Krokodil. Yippie! Oh, die sind alle so hübsch. Die Kuscheltiere sind so schön. Und zum Kuscheltier bekommt jede und jeder natürlich noch eine warme Mütze und einen kuscheligen Schal. Ja! Yippie! Sich einfach so etwas Schönes aussuchen und es geschenkt zu bekommen, das passiert hier vielen sehr selten. Geil! Yo! Chat, das ist Drip. Das ist ein richtig cooler Pullover. Den würde ich tragen. Der ist cool. Wie mager die Zeiten sind, zeigt sich drinnen beim Blick auf die halbleeren Regale. 2000 Bedürftige werden durch die Tafel mit Lebensmitteln versorgt. Einmal im Monat kommen 500 Ukrainer in der Zeltversorgung noch dazu. Der Bedarf ist sehr groß. Ich habe wirklich täglich so viele Anrufe, wo teilweise die Leute... Ja, Chat, und das Ding ist, eigentlich sind Lebensmittel da. Ich meine, die ganzen Supermärkte schmeißen ja auch Unmengen an noch guten Produkten weg und so, ne? Oder Sachen, die halt aus dem Sortiment kommen und so. Und das Ding ist, es ist einfach günstiger, die Sachen wegzuschmeißen, als die zu spenden. Leider. Wir leben in einer Welt, wo es günstiger ist, Lebensmittel wegzuschmeißen, als zu spenden und ja, doof. Mir geht's gar nicht gut, hast du eine Ahnung, was ich dagegen machen könnte? Fühl mich sehr scheiße. Wie? Turatrix? Nein. Nein. Inwiefern denn gesundheitlich, mental, was los, ha? Am Telefon. Ich kann keine Neuanmeldung im Moment machen, weil wir randvoll sind. Wir brauchen mental Spender, die uns Lebensmittel spenden. Die können gerne jeden Tag von 6 bis 14 Uhr hier direkt an Tangermünderstraße 14 an der Tafelhalle abgegeben werden. Haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Kekse. Und natürlich brauchen wir Helfer. Wir brauchen dringend ehrenamtliche Mitarbeiter. Warum denn? Es ist einfach gerade so das Wetter oder ist irgendwie einfach, ach, irgendwie alles doof. Was ist denn los? Kann rüstiger Rentner, wer Tagesfreizeit hat, einfach zu unterstützen uns einen Tag gerne hier sich melden bei uns und wir finden ein Einsatzgebiet. Unser Einsatz heute ist ein voller Erfolg. Viele Kisten werden ausgepackt, viele Mützen, Schals und Kuscheltiere verschenkt. Das war so ein ganz süßer Bericht. Also was mir immer hilft ist, also ich werde immer mental sehr müde, wenn es mir schlecht geht und dann schlafe ich. Ich schlafe immer ganz viel. Das hilft eigentlich ganz gut. Oder ich lass mich so richtig immersen in so eine Serie. Ich lass mich so richtig immersen. Ich mach's mir irgendwie gemütlich oder so. Und dann, schaue ich mir irgendwas so ganz intensiv an. Ohne dann noch irgendwas anderes nebenbei zu machen. Und dann vergeht eigentlich immer ganz gut Zeit. Und dann bin ich auch irgendwann müde und dann schlafe ich und dann ist es am nächsten Tag besser. Das mache ich eigentlich immer ganz gern. Oder was auch sehr lustig war High on Life, das Playthrough bei Poke. Sehr lustiges Spiel. Bisschen cringe, aber sehr lustiges Spiel. High on Life, als Poke das gespielt hat. Das war sehr lustig. Was auch mir immer hilft, ist mit meiner Mama reden. Wenn ich irgendwie sage, mir geht's nicht so gut, dann rufe ich sie an und dann erzähle ich ihr irgendwie was? Oder oder sich mal irgendwie in die Kälte auf die Treppe setzen und einfach so ein bisschen die Stille genießen und sowas. Na? Aber eigentlich sich, ja. Schau ein bisschen YouTube. Bro, schau nicht YouTube. YouTube ist dumm. YouTube verblödet einen. Schau dir mal so eine richtig tolle Serie an, so was richtig Gutes, so was richtig Ehrliches gemacht, ne, irgendwas, wo auch so deine Zeit respektiert wird von den Leuten, die die Serie gemacht haben, na?